Der Wasser- bzw. Eis-Dungeon ist bisher schon ganz geil. Willkommen zurück. Wir sind hier in dem Tempel des Tropfens. Wie gesagt, Mischung aus Eis- und Wasser-Dungeon ist auf jeden Fall ziemlich geil. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo es weitergeht. Und ich muss jetzt mal gerade auf die Karte gucken. Also wir sind den ganzen hellblauen Weg da gekommen. Aber wo geht's weiter? Da oben? Vielleicht. Gab's da was, was ich noch nicht beachtet habe? Ich weiß noch nicht, ob ich im Hauptraum, konnte ich da vielleicht direkt rechts weiter? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht mehr im Kopf. Ach, hier geht's auch noch nach oben, stimmt. Da war ich auch noch gar nicht. Okay, ja klar, wieso bin ich eigentlich instinktiv nach rechts gegangen? Weiß ich gar nicht. Das hätte ich jetzt ja fast vergessen, dass es hier auch noch einen Weg gab. Gut, klar. Dann wird's wohl hier weitergehen. Nee, ich weiß nicht, im Hauptraum bin ich auch instinktiv nach links gegangen. Von dem Element aus. Vielleicht ging's auch noch nach rechts direkt weiter. Also ohne irgendwelche Verriegelungen oder so. Das weiß ich nicht. Hier geht's auch wieder nach links. Dann gehen wir da, glaube ich, erstmal... Na gut, da können wir, glaube ich, noch sowieso nichts machen. Ich will erstmal hier weitergehen. Und schauen, was hier noch so ist. Ich glaube, nämlich hier ist nicht mehr viel. Wenn wir auf die Karte gucken... Okay, hier ist doch noch... Okay, ich habe nichts gesagt. Hier scheint noch ein ziemlich großer Raum zu sein. Und hier sind wieder verschmelzte... Gefrorene Truhen. Heißt, auch hier würde es wahrscheinlich das Dungeon-Item benötigen. Oder hier ist eine Lichtquelle, wovon ich einfach mal nicht ausgehe. Dann bin ich wirklich sehr gespannt, wo ich das Dungeon-Item bekomme. Wir müssen uns auf jeden Fall alles merken, diese Orte. Und merken ist nicht gerade so meine Stärke. Wie man auch im letzten Dungeon natürlich gesehen hat, mit diesem Minish-Eingang. So. Aber diese Schieberätsel dürften wir lösen können. Weg. Vielleicht müssen wir es sogar lösen, weil dahinter das Dungeon-Item ist. Wer weiß das schon? Ich zumindest nicht. Und da geht es ja auch auf jeden Fall direkt weiter. Ja, diese Gegner sind ziemlich undankbar auf Eis, muss man sagen. Weil man halt selber so außer Kontrolle ist wie die. Können auch gerne mal Herzen geben. Pfeile brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, die nervigen Dinger. Oh, ein großer grüner Rubin. Gut, dann gucken wir uns das Schieberätsel mal an. Interessant. Man muss also auf jeden Fall mit dem Stein von unten kommen. Und da bleiben einem gar nicht so viele Möglichkeiten und es ist leicht. Ja, gut. Das muss man sich nur wenige Sekunden angucken und hat es schon. Nein, wow, wow, Link. Verschieb jetzt bloß nicht den Falschen. Das wäre nicht in meinem Interesse und auch nicht in deinem, weil du dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen musst. Aus diesem lustigen Raum raus. Oder besser gesagt, paddeln, schwimmen, steuern, keine Ahnung. Okay. So, dann gucken wir mal, was uns hier links erwartet. Weil da ist auf jeden Fall noch eine Truhe eingezeichnet. Und ob es da weitergeht, werden wir sehen. Gut, auch hier müssen wir später nochmal hinkommen. Das alles kann ich mir nicht merken. Das Dumme ist, ich meine, Kartenlesen ist ganz in Ordnung bei mir, ja, aber Karten im grafischen Zusammenhang zu sehen, also wenn ich hier so eine 2D-Karte habe, wie hier in diesem Spiel, ich kann mir dann einfach nicht merken, aha, genau das war der Raum. Das kann ich mir einfach nicht merken an so einer billigen Karte. Dungeons, die ich kenne, wie in Ocarina of Time oder Skyward Sword oder so, das ist vielleicht möglich, aber in so einem Spiel ist es halt noch nicht so oft gespielt habe und dann dass so sowas einfach nicht mehr weiß. Sowas kann ich mir unglaublich schlecht auf den ersten Blick so merken. Wo dann welcher Raum war, wo welche Truhe war, die ich noch nicht erreichen kann und sowas. Aber ich hoffe, diesmal klappt es auf jeden Fall besser als im letzten Dungeon. Weil der letzte hat mich total verwirrt. Beim letzten Dungeon war es auch das Problem, dass er relativ symmetrisch aufgebaut war. Und mich das dann zusätzlich verwirrt hat. Auch gerade, weil er so klein war. Der hier ist jetzt ein bisschen größer und dunkel. Ich mag dunkel nicht. Link, wo bist du? Bist du da? Bei der Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Sei vorsichtig. Ja, bin ich. Keine Sorge. Oben geht's direkt raus. Da geht's aber auch noch nach rechts weiter. Eieiei, oh, oh. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Mauer. Aber das scheint Abgrund zu sein. Und es scheint auch gar nicht woanders weiterzugehen hier. Gut, dann gehen wir halt direkt wieder oben raus. Ich mag Dunkelheit jetzt auch nicht so, deswegen
ist das schon in Ordnung. Ein Herz kann ich auch ganz gut gebrauchen. Habe ich eigentlich eine Fee? Ja, eine habe ich. Und wir haben auch schon alle drei Sachen hier, ne? Karte, Kompass, Dungeon, nicht Dungeon-Item, aber Master Key. Und jetzt dürfen wir eigentlich bei dieser einen Truhe landen. Ah nein, okay. Dann kommt das im nächsten Raum. Und das ist aber mal definitiv das Dungeon-Item. Ich finde es witzig, weil diese Dinger haben wir ja schon mal, ja quasi vor einem Item gehabt. Und zwar vor den Handschuhen als Minish. Für diesen Krafthandschuhen oder Kraftarmbändern waren es ja. Keine Krafthandschuhe. Oh Mann. Ich stelle mich gerade richtig scheiße an. Ich glaube, ich nehme mal mein Schild raus und gucke, ob ich da irgendwas mit anstellen kann. Ob ich da irgendwie abwehren kann. Ja, bringt mir in dem Fall jetzt offensiv nicht viel, aber defensiv natürlich. Okay. Sind auch eigentlich nicht schwer, wenn man einfach nur wartet, bis ihre Scheiße abfeuern. Dass der mich jetzt nicht getroffen hat, finde ich Wahnsinn. Auch wenn ich mein Schild eigentlich total anders halte. Das Fragment hole ich mir, weil ich glaube, das ist eins, was ich noch nicht so oft habe, beziehungsweise was ich halt brauche. Genau, das ist so ein, wo die Ecke raus ist. Und das brauche ich ja, definitiv. Nein, hier ist leider nur ein Porter. Das enttäuscht mich gerade. Jetzt bin ich hier. Okay, das sieht nach einem heftigen Schalter aus. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist es beabsichtigt, also ist es normal, oder? Ja, okay, es ist normal. Gut. Hätte ich auch drauf kommen können, weil das ist ein größerer Schalter gewesen. Als die anderen. Nicht so nah ran, so. Und go! Ah, also doch. Also doch. Die rechte Seite ist erfüllt. Bin nur noch die linke. Und jetzt kommen wir da auch weiter, ja. Also es ging da tatsächlich noch nicht weiter. Oh, Tageslicht! Auf der anderen Seite auch Eis, dann Element wegschmelzen, la. Ist klar. Ist soweit klar. Finde ich aber eigentlich ganz cool, dass man hier quasi wieder zwei Hälften des Dungeons erkunden muss und dann das Eis hier weggeschmolzen wird und so. Das wird aber, glaube ich, nicht das Einzige sein, was wir in diesem Dungeon hier zu erledigen haben. Da oben fehlt auch noch ein Raum. Ja, da waren wir noch nicht. Da werden wir hinkommen. Auch von da. Eigentlich ja schon. Ja, in den Raum kommen wir noch, ja. Da oben, der irritiert mich also schräg links über uns. Das wird wahrscheinlich der Raum sein, wo wir dann... Ja, wahrscheinlich das Dungeon-Item, aber... Halt ähnlich wie jetzt hier mit diesen Käfern da. So wird es wahrscheinlich sein. Ich finde es auch sehr interessant, dass wir auf der linken Seite angefangen haben und jetzt die rechte Seite beleuchtet ist. Aber gut. Das scheint das System des Dungeons zu sein. Hier kriegen wir jetzt einfach mal so eine Truhe nebenbei. Soll mir recht sein. Okay, ja, wieder diese nervigen Fliegen. Ich hasse die. Die sind so... Naja, die sind eigentlich nicht mehr schwer, aber die sind richtig nervig und unnötig einfach. Erstmal hier die Truhe holen. Oh, da habe ich gerade schon wieder was gesehen, was mir nicht gefällt, ja. Ah, da wird wahrscheinlich irgendwo eine Lücke sein. Oh Mann, wie ich sowas hasse. An was erinnert mich das? Da gab es mal so ein... Ach genau, das ist das schwerste Spiel der Welt, genau. Wo ich mal ein Special von gemacht habe. Ich weiß nicht, welches Abo-Special das war. Ich glaube 175 oder so. Oder 275, gar keine Ahnung. Da gab es nämlich genau so ein System. So ein Level nach so einem System. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Ja, auf dem anderen Ding waren nur Krüge. Ich habe mich wieder perfekt richtig entschieden. Mit den Entscheidungen läuft es momentan gut in dem Dungeon. Und hier brauche ich sehr wahrscheinlich das Dungeon-Item. Schätze ich mal. Vielleicht. Und hier wird jetzt wahrscheinlich wieder ein nerviges Schieberätsel sein oder auch nicht. Vielleicht auch erst in der nächsten Etage. Da ist auf jeden Fall... Okay, da unten ist wieder das zum Schieben, sehe ich schon. Und da ist auf jeden Fall der Schalter. Oder ein Schalter oder... Okay, es ist jetzt gerade alles ziemlich weird mit den ganzen Schaltern. Was machst du? Wahrscheinlich gibt es mehrere... Ja, ich habe so eine Ahnung. Es gibt, glaube ich, mehrere Luken. Und die muss man in der richtigen Reihenfolge auf- und zumachen. Ich schätze mal, die muss ich jetzt hier aufmachen und dann wird die obere geöffnet.
Genau. Und jetzt muss ich die untere öffnen. Ja. Ja. Habe ich recht gehabt. Also für die, die es noch nicht verstanden haben, ne, wenn der Schalter rechts, wenn der Schalter oben ist, dann sind die Luken zu, und wenn sie links sind oder rechts sind, je nachdem, ich glaube, sie sind aber immer links, dann sind die Luken halt auf. So. Und jetzt schmilzt natürlich auch dieses Eis hier, und wir können an diesen kleinen Schlüssel ran. Cool. Also die Rätsel hier gefallen mir wirklich ziemlich gut. Sind nicht so wahnsinnig schwierig, aber geil. Ich mag sie. Hat was mit Eis zu tun. Dann sowieso, ne? Okay. Wo ging es jetzt weiter mit diesem Schlüssel? Hier ging es weiter mit diesem Schlüssel. Die Schlüsseltüren ignoriere ich irgendwie immer so. Also ich kann mir die einfach nicht merken. Aus welchem Grund auch immer. Was bringt mir das jetzt hier? Bin jetzt mal gespannt. Jetzt kommen Gegner. Oh, ja, jetzt kommt Schleimi, glaube ich. So wie es aussieht. Das sind nämlich, glaube ich, keine richtigen Wassertropfen, sondern, keine Ahnung, so. Substrat von diesem Schleim, genau. Er ist back, nur stärker. Er ist jetzt nämlich ein blauer Schleimi. Was mussten wir gegen den tun? Wir mussten ihm seinen Standfuß, keine Ahnung, wegsaugen. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Gehe ich aber mal ganz stark von aus. Ja, es ist immer noch so. Aber er ist jetzt halt ein E-Schleimi. Was ziemlich interessant ist in einem Wasserdungeon, dass der elektrizierend ist. Ich hasse dieses Wort, by the way. Elektrizierend. Oh. Muss man immer so aufpassen, dass man sich nicht verspricht. So. Und jetzt macht er gleich wieder hier seinen Splasher. Und wir können ihn verletzen. In your face, du scheiß Schleimi. So. Er wächst wieder. Springt! Erwischt mich vor allem fast. Aber wir sind stark. Nein! Wieso kann ich ihn denn nicht angreifen? Okay. Nein! Boah, der ist ziemlich schnell unterwegs. War der im ersten Dungeon auch schon so schnell? Also im ersten Dungeon war er natürlich grün, ist klar, aber dann muss er mit der Zeit gehen hier. Trendy sein, jetzt ist er blau. Achso, kann ich den gar nicht verletzen, wenn der am Elektrizisieren ist? Mal gucken, wie viel Treffer der braucht. Wir haben jetzt auch ein stärkeres Schwert theoretisch. Ist zwar nicht so viel stärker, aber es ist stärker. Darf sich auch gerne mal fallen lassen, danke. In your face! Einfach nur spammen, und es hat leider noch nicht gereicht. War aber auch eigentlich ziemlich klar. Er ist noch von Spannung umgeben. Na komm. Du willst doch gar nicht mehr unter Spannung stehen. Ich glaube jetzt. Nein! Das war ein bisschen zu früh. Jetzt springt er leider ziemlich viel. Dass das mich nicht getroffen hat, finde ich verwunderlich. Ja, ich kann ihn definitiv nicht verletzen, wenn er unter Strom steht. Wie soll ich den jetzt verletzen? Der springt doch die ganze Zeit. Mache ich gerade was falsch? Oder doch? Hä? Ja, was denn jetzt? Wahrscheinlich hat er gerade noch gesagt, er wäre nicht unter Strom. Wow, also das ist jetzt wirklich nicht leicht. Ja, jetzt. Es ist eine Sprungphase vorbei. Nein. Bleib. Schade. Gut. Okay. Kannst du mal gerne wieder aufhören? Komm. Hör auf. Schon wieder sehr viele Herzen verloren. Musste nicht sein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht meine Fee verwenden gegen den. Werde ich auch nicht. Weil er jetzt tot ist. Komm. Du bist jetzt tot. Dankeschön. Nein? Doch. Er ist tot. Sehr gut. Schleimi dreht am Rad und hinterlässt uns ein Dungeon-Item. Und ich schätze, es ist die Fackel, die Flamme, die Lampe. Ja, die Lampe. Genau, die wir schon bei Blöd gesehen haben. Hieß der so? Irgendwie sowas. Irgendwie so hieß der doch. Dieser Wissenschaftler da. Über Minitendo. Sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf an- und ausschalten. Sehr gut. Und die werden wir benötigen. An. Ist jetzt auch im Inventar an. Geil. Das sind so kleine Details, die ich mag. Dass die Lampe jetzt auch im Inventar an ist, wenn wir sie angeschaltet haben. Und wenn sie aus ist, ist sie aus. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich solche Details. Gut. Dann können wir jetzt also auch hier weiter und einfach alles in Flammen versetzen, alles auftauen, besser gesagt. Gut, ich denke mal, wir sollten am besten direkt zurückgehen. Müssen wir, glaube ich, sogar. Ah, Moment. Wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir zu dem. Ich verwechsel es immer wieder.
Wieso denke ich denn immer, dass es... Nee, das war ein Stockwerk drunter. Aber hier kommen wir runter. Ja, exzellent. Von links, von rechts sind wir gekommen, richtig? Ja, von rechts sind wir gekommen und hier konnten wir nicht weiter, ich erinnere mich. Und oben war das mit dem Schlüssel. Genau, da hatten wir nämlich den Kompass gefunden. Und diese Truhe hat ja schon lange im Auge, hier sind 100 Rubine drin. Und wir haben schon 947 Rubine. What the fuck? Also hier haben wir jetzt wieder richtig rangeklotzt. Schon wieder 400 oder 300 Rubine oder sonst was hier gefunden, das ist krass. Und ich finde auch einfach geil, dass diese Lampe jetzt keine magische Energie oder sowas kostet. Was nämlich bei den meisten der Fall ist. So, 1, 2, 3, 4. Die bringen meistens nur Licht an sich, aber manchmal bringen sie auch weiteren Bonus-Content. Schauen wir mal, was es jetzt hier mit dem auf sich hat, in diesem Raum. Ob das Bonus-Content gibt, wenn wir die da anzünden oder nicht. Werde ich aber erst am Ende versuchen, wenn ich die ganzen Typen besiegt habe. Der erste ist tot. Und wenn ich sie besiegt habe und diesen Raum gelöst habe, dann wird es auch definitiv erstmal für den Part reichen. Und im nächsten geht es ja mit dem Dungeon-Item weiter. Sehr produktiv, hoffe ich natürlich. Ich habe so das Gefühl, wir können einige Truhen hier schon gar nicht mehr richtig verwenden. Zum Glück können wir sie ja trotzdem öffnen, nicht wie in Twilight Princess. Was zwar eigentlich sehr nette war vom Spiel, weil man dann keine Rubine verschwendet hat, aber andererseits auch kacke, wenn man wirklich alles holen wollte. 1, 2, 3... 4. Es bringt gar nichts. Schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder einen weiteren Dunkelraum, den wir uns im nächsten Part angucken. Bis dahin. Tschüss.